Neuer Werder-Schnack heute und wir halten fest, 4 Spiele, 4 Niederlagen, ganz, ganz bitter. Mit dem Pokalspiel eigentlich die 5. Pflichtspielniederlage in Folge für Werder. Boah, wie bitter ist das denn? Sau schlechter Saisonstart. Und dabei sah im ersten Spiel in der Skripnik eigentlich vieles anders aus. Vor allen Dingen die ersten 15 Minuten waren wahrscheinlich das Stärkste, was man von Werder seit langem gesehen hat. Aber hey, 15 gute Minuten haben wir auch echt noch keine Meistermannschaft gemacht. Dazu noch Überraschungsstarter Hajrović mit dem sehr, sehr ansehnlichen 1-0. Konnte auch insgesamt für sich punkten, muss eigentlich das 2-0 machen, zugegebenermaßen nach einer dicken Chance für die Mainzer. Aber auch da darf man jetzt nicht durchdrehen, weil bei Hajrović war natürlich auch noch nicht alles Gold, was da geglänzt hat. Da gab es viele Ballverluste, auch häufig zu spät vom Ball getrennt. Da war der hier und da ein bisschen übermotiviert, hat die besser postierten Nebenleute nicht gesehen. Da ist noch viel Potenzial nach oben, aber es war schon mal ein guter Ansatz und man hat gesehen, dass der Junge auch definitiv was an der Kugel kann. Dann möchte ich noch was sagen zu einem zuletzt schon viel gescholtenen von den neuen Niklas Neusander. Wenn das Spiel nach 85 Minuten vorbei gewesen wäre, hätte ich gesagt, wow, echt rehabilitiert. Der Junge scheint jetzt echt bei 100% angekommen zu sein oder sich den 100% zu nähern, war sehr sicher, sehr ruhig, sehr souverän. Viele wichtige Zweikämpfe gewonnen, aber leider war das Spiel nach 85 Minuten halt nicht zu Ende. Und am Ende steht halt so ein 1-2 da. Und deshalb sage ich, er hat auf jeden Fall gezeigt, dass er eine Verstärkung sein kann. Und da muss er dran anknüpfen und das Ganze dann konstant bis zum Schlusspfiff durchziehen. Dropny bei den Toren kann er was machen, weiß ich nicht, den ersten kann man halten, 100er vereilt er richtig gut. Beim zweiten, naja, das war halt hundertprozentig nicht sein Ding. Schwierig zu sagen, allerdings geht es weiter mit Dropny durch die englischen Wochen wahrscheinlich. Insgesamt sage ich aber halt doch, dass er schon ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlt als der Wiedwald. Und klar, es fehlen natürlich noch viele potenzielle Stammkräfte, aber eins ist halt hier schon so ein bisschen erschreckend und das ist so dieser Kräfteabbau. Hinten raus in den Spielen, das war bis jetzt immer ganz gut zu beobachten und ich glaube, dann wäre er einfach in der Vorbereitung arg geschludert und da gibt es definitiv Nachholpotenzial, was dann auch Aufgabe des wahrscheinlich neuen Trainers sein wird. Ich bin mal gespannt, wer es wird. Was kann man insgesamt denn zu Nuri sagen mit seinem ersten Bundesliga-Auftritt? Emotional scheint er die Spieler auf jeden Fall erreicht zu haben, da gab es auch ein positives Feedback seitens der Mannschaft. Allerdings zu den Wechsel, das war mir dann doch arg konservativ, zu defensiv, viel zu früh zu defensiv gewechselt, weil Werder in so einer Phase, wo man eh schon wenig Entlastung hatte, eigentlich am Ende gar keine Entlastung mehr bekommen hat und dann halt auch folgerichtig eben 2 dumme Gegentore kassiert hat. Das darf man dem Trainer an der Stelle, denke ich, auch ein wenig ankreiden, auch wenn er noch so unerfahren ist. Aber ja, ein bisschen Kritik muss man da halt auch abkümmern. Ist dann schließlich auch in der Bundesliga. Und da ist es halt auch ein bisschen knallhärter als überall anders. Egal, es gab Ansätze und blicken wir jetzt nach vorne aufs Spiel gegen Wok, gegen die Wölfe. Und lasst uns diese Wölfe zähmen, könnte man meinen. Dabei wurden sie auch im letzten Spiel von den Borussen so richtig auseinandergenommen. 1-5 hieß es am Ende aus Wolfsburger Sicht in einem Heimspiel. Und das Paradoxe an der Nummer war eigentlich, dass Wolfsburg gar nicht mal so schlecht gespielt hat, vor allen Dingen offensiv viele gute Aktionen hatte, aber auch gezeigt hat, wie anfällig man defensiv ist. Das heißt, Werder muss wirklich eher über die Stärken in der Offensive kommen und kann die Wölfe da vielleicht so ein bisschen verwunden. Allerdings kommen dann halt so Leute auf einen zu, wie vor allen Dingen Draxler, den ich für einen der überragendsten Kicker in dieser Liga halte. Gomez, bei dem der Knoten eigentlich auch irgendwann platzen muss. Bisher ist er ja so der Standard in Deutschland gesehene Chancentod, auch wenn er wirklich eine sehr starke Saison in der Türkei hatte. Ist jetzt noch nicht so vom Glück verfolgt, kann gegen uns gerne so bleiben. Und dann gibt es noch Caligiuri, die Davi wieder von Anfang an spielen, von dem habe ich auch eine Menge Respekt. Oder Spieler wie Schürrle. Also da kommt viel offensive Ladung auf Werder zu. Und das wird ganz schwer, das zu verteidigen. Da braucht eigentlich jeder einen Sahnetag, weil die Wölfe, auch wenn sie jetzt nicht die optimale Punktausbeute geholt haben und auch wirklich nur am ersten Spieltag in Augsburg gewinnen konnten und danach auch nicht mehr, kommt da definitiv ein sehr schwerer Gegner ins Weserstadion. Erwischt uns zu einem Zeitpunkt, wo wir auch wirklich nicht gerade so vor Selbstvertrauen strotzen. Aber vielleicht ist so ein bisschen was hängen geblieben aus dem letzten Spiel, weil wie gesagt, ich fand, es war schon irgendwie eine positive Reaktion, die erkennbar war. Naja, vielleicht ist was drin gegen die Wölfe. Am Ende des Tages, sage ich auch ganz offen und ehrlich, bin ich da mit einem Punkt sehr zufrieden, weil irgendwie muss es langsam anfangen, Punkte zu geben. Und wenn es dann erstmal der erste ist, so what, gegen Wolfsburg würde ich das auf jeden Fall dankend annehmen. Und Stand jetzt würde ich den auch so unterschreiben. Wie würde ich spielen? Ich würde nur wenig im Vergleich zum Mainz-Spiel ändern. Im Tor, wie bei mir, Dropny. Die Vierer-Abwehrkette bleibt so mit Bauer, Moisander, Sané und Gebre Selassie. Davor bin ich aber halt ehrlich, also
Fritz beim besten Willen, der ist ganz schön langsam dieses Jahr. Manchmal auch sehr, sehr langsam im Kopf. Umschaltspiele einfach nicht mehr so perfekt, wie es noch in der letzten Saison war. Und auch wirklich ein ganz schöner Gefahrenherd gewesen im letzten Spiel gegen die Mainzer. Doppel-6 daher mit Grilic und ja, Yatabaré mal reinzieht. Vielleicht ist dieses Körperliche da einfach mal gefragt und er gehört ja eigentlich eher in den zentralen Bereich und Fritz dafür runter. Davor sehe ich Junuzovic. Auf den Außen hoffe ich, dass Kainz endlich mal seine Bewährungschance von Anfang an erhält. Auf der anderen Seite darf Hajrovic bleiben und Osman Mané bleibt bei mir nicht im Team, sondern ich würde Gnabry dann in die Spitze vorziehen. Das wäre halt meine Elf und so würde ich starten gegen die Wölfe. Leute, das war der Schnack heute. Das schwierige Spiel gegen Wolfsburg steht uns bevor. Was erwartet ihr? Was tippt ihr? Wie würdet ihr aufstellen? Schreibt es in die Kommentare. Diskutieren wir gerne aus. Bis dahin und auch ein gutes Heimspiel, oder? Bis dann. Ciao.